Willkommen, liebe Clasher, beim Edem Torsnager Toto, beim Clan True Warriors. Ja, ich habe mir heute mal so ein bisschen hart die Kommentare durchgelesen und muss sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch bei den kleinen Kritikern, denn das gehört auch mit dazu. Es gab ja so ein bisschen Diskussion, dass ich den CP9 bei uns nicht angenommen habe, weil er 15 war, und dann kam halt darauf, ja, Mensch, er ist aber in Ordnung und wie kann man nur so negativ urteilen, aber ihr wisst nicht, wie das hier bei uns, entschuldigt, im Clan abgeht. Wir sind also auch immer mal wieder sehr, oder wir sind immer, nicht immer, aber ab und zu mal sehr vulgär hier unterwegs, und das ist unter Umständen für Jugendliche auch nicht unbedingt geeignet. Das kommt dazu, ich habe das auch jemandem geschrieben, und zudem pulsieren Jugendliche auch immer sehr, sehr gerne. Das heißt, also wenn du sie irgendwie anmachst, irgendwie krumm anmachst oder so, oder auch noch nicht mal krumm, dann werden die gleich ausfallend, dann heißt es gleich, du blöder. Und das geht ganz, ganz schnell. Ich weiß das, ich kenne das, und deswegen ist das hier ein Problem. Und deswegen nehmen wir hier grundsätzlich eigentlich niemanden auf, der unter 18 ist hier, ich sag mal, im Leben steht. Natürlich guckst du nicht hinter die Fassaden. Gar keine Frage. Hier kann der John reinkommen, 33 Jahre alt, mit seinem RH9 relativ gut, und irgendwann fragst du dann, stellst mal irgendeine schlaue Frage nach der Steuerkarte oder was auch immer, und dann verrät der Tom sich in 400 Rechtschreibfehlern, dass er vielleicht doch nicht 33 ist, sage ich jetzt mal, und weil er schrieb dann, Mensch, die haben mir mein Internet abgestellt, meine Eltern, die Doofen. Und schon verraten. Ihr wisst genau, worauf ich hinaus will. Das ist einfach so hier. Und ich habe nichts gegen den CP9. Er ist gut aufgehoben bei den True Warriors 2. Das könnt ihr glauben. Und aber ich mag das. Ich finde das gut, dass ihr das mit mir diskutiert. Ich bin da. Ich habe ja auch gesagt, eigentlich blutet mir das Herz. Ja, denn ich weiß, 15-Jährige können sich auch mittlerweile benehmen. Ist ja nicht so wie zu meiner Generation, wo das ja gar nicht ging. Also wo ich noch 15 war, da konnten wir uns nicht benehmen. Da hätte ich mich niemals aufgenommen. Und aber da gab es auch noch kein Clash of Clans oder Tablets oder Computer. Aber trotzdem, habt ihr hier jetzt gerade im Hintergrund gesehen, da hat sich die Wiki hier so ein bisschen lustig gemacht über diesen Gegner und hat mal eben so ein paar Bogenschützentürme zu Anfang weggeblitzt. Also auch so ein bisschen CK-Action hier nebenbei. Also wie gesagt, es freut mich, und überhaupt keine Frage, ich bin kritikfähig. Ich mag das eigentlich sogar, dass Kritik kommt. Denn das regt ja so ein bisschen an zum Diskutieren. Wie haltet ihr das? Wie haltet ihr das bei euch im Clan? Ich meine, das Spiel ist ja, es ist ja ab, ich weiß gar nicht, ab 9, ab 6, ab 12, keine Ahnung. Aber es ist halt ein Game, wo auch unter Umständen ja Erwachsene mit Freude haben, so will ich es mal sagen. Und wenn du dann allerdings mit welchen im Clan bist, die dich ständig beleidigen, ich meine, das macht hier jemand einmal, dann ist er eh raus, aber die hier dann den Spaß dran haben, sich in solchen Clans hier als John 33 zu outen, und kurz bevor sie dann gekickt werden, werden sie nochmal ausfällig, und nächsten Tag erzählen sie dann in der Schule, hahaha, ich habe wieder so einen Erwachsenen-Clan geprankt. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Also der CP9 ist bei uns gut aufgehoben bei der True Warriors 2, und der passt auch richtig rein. Und es ist nach wie vor, ändere ich dann natürlich meine Meinung, ist ein Top-Char. Vielleicht ändern wir uns ja auch mal, gar keine Frage. Und vielleicht weiß ich es auch gar nicht, dass wir hier Minderjährige drin haben. Woher soll ich es auch wissen? Jeder kann hier ja sagen, er ist älter als 18 und oder outet sich ja als Ü18, benimmt sich hier ganz brav, tippelt, macht seine Angriffe, und dann ist er hier dabei. Du guckst da ja nicht hinter, außer du kennst die Leute. Viele, viele Leute kenne ich natürlich aus unseren WhatsApp-Gruppen, da sie dort dran teilnehmen und in der Regel immer mal wieder was posten, was auch immer. Und von daher kannst du die Leute schon so ein bisschen einschätzen, auch was sie machen, was sie tun. Den einen oder anderen kenne ich, also von daher ist das immer schwierig. Und aber ich habe das heute auf jeden Fall vernommen, beziehungsweise nicht heute, ihr seht diese Folge ja erst am Freitag. Ich habe das am Mittwoch alles vernommen, was ihr geschrieben habt, und das ist auch alles in Ordnung. Also ich bin da überhaupt nicht
sauer auf euch oder so. Der eine hat ja geschrieben, oh, kriegst das erste Mal einen Daumen nach unten. Ja, mein Gott, krieg ich halt mal einen Daumen nach unten. Das ist dann auch, wenn du meinst, dass das so ist, dann ist das so. Ich habe da keine Schmerzen mit. Aber das ist letztendlich nur unser Standpunkt hier. Und wenn ich es nicht tue, dann macht es irgendjemand anders. Also wenn ich hier nicht jemand kicke, der hier gerade so reinkommt. Und ich meine, ich habe ihn ja noch nicht mal von Anfang an gekickt. Ich habe ihn ja sogar reingelassen, habe gesagt, pass mal auf, für dich wäre der Clan XY viel, viel besser. Da kannst du rein, wenn du Lust hast. Wenn du keine Lust hast, dann gehst du halt woanders hin. Es gibt ja auch genug Clans. Ja? Und von daher habe ich ihm ja das oder die Tür eigentlich noch ein bisschen offen gehalten. Die hat er auch genutzt. Und ich freue mich auch, er ist auch noch da. Also das ist jetzt nicht so, dass er sich jetzt hier angepieselt fühlt von mir. Selbst er nicht. Und von daher glaube ich, ist das ganz in Ordnung. Auch für ihn. Aber wir sehen hier vom Wolslick C2 einen schönen Angriff mit Hexenbowler. Das heißt also, ich glaube, das ist sein Zweitschar hier. Er hat noch einen Char hier. Denn mit dem ist er natürlich auch nicht so hoch. Hat auch schon mit TW2 geliebäugelt, weil er auch merkt, dass die Gegner hier ganz schön knackig werden. Aber in diesem CK geht es. Komischerweise kann ich so ein bisschen jetzt beim True Warriors 1 Clan gerade eine Parallele zum True Warriors 2 Clan ziehen. Denn wir haben einen Level 5 Gegner bekommen. Das hat es ja auch schon seit Urzeiten nicht gegeben. Ich meine, ich habe die Tage wieder geheult. So hieß das ja auf höchstem Niveau. Unser Kriegslog ist ja nach wie vor super rot. Also ich nenne einfach mal eine Zahl. Von 10 Clankriegen gewinnen wir 2. Das ist natürlich nicht so nett, muss man sagen. Und das trübt uns auch immer wieder so ein bisschen auf, wenn wir in diesem CK hier gut angreifen. Also ihr seht hier ja ausschließlich jetzt Rathaus 9er Angriffe. Also am Anfang waren es Rathaus 8er. Aber jetzt sind es ausschließlich RH9er Angriffe. Und da passt das hier im Moment oder nach wie vor. Die Bases sind aber jetzt auch vom Gegner her, sie sehen zwar schwer aus, aber sie sind nicht wirklich schwer. Denn wenn wir hier in der Mitte gucken mit den 1er X-Bogen und dem rum, da passt das irgendwie auch nicht. Und ja, die Helden sind jetzt auch nicht so super beim Gegner. Also denke ich mal, ist das hier zumindest, was RH9 zumindest abliefert. Also es ist volle RH9 Power hier. Warum das so ist, das sehen wir dann im, denke ich mal, letzten Kampf für RH9. Also ich werde diesen CK hier für euch in jedem Fall ein bisschen festhalten. Und ihr werdet ja immer bei mir auch das Ergebnis gewiss. Aber ich habe auch gemerkt, Live-CK passt euch immer ganz, ganz gut oder zumindest den einen oder anderen. Aber ich kann es auch nicht immer einrichten. Das liegt dann manchmal auch daran, dass ich meine Angriffe hier ultra spät mache. Das heißt also nicht jetzt spät, was den CK angeht, sondern was die Uhrzeiten angeht. Und dann kann ich hier einfach nicht mehr so meine bassige Stimme rauslassen, weil das ganze Haus das mithört. Und ein Stockwerk tiefer, da pennen schon 2 und die sollen auch ihren gesegneten Schlaf haben und jetzt nicht sich von meiner Brummbassstimme abnerven lassen. Und deswegen ist das manchmal für mich schwierig, dass ich irgendwas dann live machen kann. Das geht sicherlich mal, aber es, wie gesagt, so wie heute gibt es halt Zeiten, da kann ich euch nur Wiederholung zeigen. Denn es ist schon extrem spät hier. Also ich habe mit dem Alex mir die 19 hier geschnappt und hab mir gedacht, ich mache einen, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ja, einen Golaloon. Golaloon auf die Base hier, auch wenn die 4 Luftabwehren hier echt extrem verteilt stehen. Ist hier, okay, der Gegner ist leicht geschwächt. Er hat nur ein Level 3 X-Bogen, der andere ist noch 2. Man kann ja meinen, das ist meine Chance. Ich hatte ein bisschen Sorgen, dass meine Bowler und meine Helden jetzt außen rum gehen. Deswegen habe ich hier doch noch alle Magier gesetzt. Damit hier wirklich außen geklärt wird und die ganze Meute hier jetzt Richtung Mitte geht. Das war mir ganz, ganz wichtig und ist mir, glaube ich, auch an der Stelle gelungen. Also ich habe mir auch echt Zeit damit gelassen. Aber hier schön die Clanburg-Truppen schön durchgegiftet und ja, die Feger. Die Feger waren eigentlich meine Sorge, aber jetzt sind sie alle beide weg. Und jetzt habe ich zwar noch 3 Luftabwehren vor mir, also ich denke mal, die in der Mitte, ich weiß nicht, ob die noch eine Luftabwehr schaffen, aber ich komme hier jetzt schön mit den Loons so ein bisschen verteilt rein, hab mal wieder diese Kanone hier unten nicht gesehen. Da fliegen natürlich erstmal alle Loons hin, das ist auch ein bisschen doof. Also das kann ich noch ein bisschen besser peilen. Aber jetzt fix den
Wutzauber gesetzt hier, beziehungsweise den Speedzauber. Und dann ist es das auch für diese Base gegeben oder gewesen. Den letzten Heil nochmal geworfen auf alle Loons hier, die fliegen auch wirklich alle durch. Also der hat auch mal Sinn gemacht. Und ich habe sogar am Ende ein bisschen Glück gehabt, denn das seht ihr jetzt hier. Ich mache euch das mal ein bisschen größer. Mein letzter Lava ploppt noch auf, denn das war gar nicht mal so schlecht. Ich habe noch ein paar mehr Lava-Welpen als hier unten in der Base, denn die hatten schon schwer genug hier mit den vielen starken Gebäuden. Also habe ich hier jetzt noch mal ein paar, die in der Base hier unterstützen. Und das war natürlich so ein bisschen mein Glück hier. Also ich glaube, der Angriff ist in jedem Fall gelungen. Und für den Alex hier, der Alex wird übrigens mein erster Account, denke ich mal, sein, von meinen Accounts, der hier die 1000 Kriegssterne erntet. Das liegt einfach daran, dass ich mit dem Alex ganz, ganz lange in einem Clan war, als Rathaus Level 8 und habe nur CKs gespielt, also wirklich am Stück, ohne Ende, und habe dort einen 3-Stern nach dem nächsten reingeholt, nämlich, ihr kennt da meine Truppen, im RA8-Bereich. Und deswegen ist der Alex im Moment, was unsere Familie hier angeht, so will ich es mal besagen, okay, den habe ich auch. Ah, den müsste ich euch eigentlich auch nochmal zeigen. Ich weiß, das ist wieder eine It's-Ego-Folge. Aber ich habe mal eine ganz, ganz andere Truppe hier genommen. Im RH9-Bereich, denn der vorletzte Gegner, glaube ich, war es, hat uns mit dieser Kombi hier relativ gut überrascht. Und ich habe diesmal gedacht, weißt du was, mit den Helden hier, da kannst du auch mal ein bisschen was wagen. Da geht sicherlich was, die beiden X-Bogen stehen hier beide auf Boden. Das heißt, ich kriege relativ früh Beschuss. Aber Queen schön außen, kurz mit dem Magier noch mal da reingehauen. Der Magier war eigentlich nur tatsächlich da, um die Queen noch so ein bisschen Force mit wegzumachen. Und mache jetzt erstmal ganz behende meinen Queen Walk. Ihr seht meine Restarmee hier unten. Also ich habe noch Bola in der Clanburg für das zweite Killsquad, also den King. Und sein Bola dahinter, keinen einzigen Mauerbrecher, denn hier unten ist eh alles auf. Was soll ich denn da aufsprengen? Da gehen meine Truppen schon richtig. Und ich verballer hier auch wirklich alle drei Wut auf die Queen. Ich glaube, das war auch, ja, ich will nicht sagen, das war entscheidend, aber ich glaube, das war die richtige Wahl. Denn die kriegt natürlich jetzt schon nett Beschuss hier. Zwei X-Bogen auf Level 3, Bogenschützenturm noch. Ja, und ihr seht, die sinkt auch relativ zügig. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr ganz alle Heiler. Aber hier unten kommt jetzt schon mein King mit dem restlichen Killsquad rein. Und jetzt nochmal die Heiler in Wut gesetzt für die Clanburg. Nämlich die war immer noch nicht da. Die kam nämlich sehr, sehr spät hier. Aber ich denke mal, der Gift war top gesetzt hier. Oder beide Gifts habe ich da gesetzt. Ich mache das immer gerne Doppelgift und bin jetzt schon während des Angriffs hier oben mit meinen Hunden und mit meinen Loons in diese Base reingekommen. Denn die X-Bogen tun mir ja nicht weh, sondern die tun nur meinen Bodentruppen weh. Und das war jetzt nicht ganz so schlimm. Denn der entscheidende Angriff findet natürlich jetzt hier statt mit den Loons und mit dem Rest noch. Es leben noch ein paar Bowler, die Queen. Die Bowler sind im Moment in Heilung. Das ist auch super, weil die ziehen auch gerade das Feuer auf sich. Das war an der Stelle natürlich auch top. Und ich spule euch das mal ein bisschen vor. Dann kriegen wir hier noch den einen oder anderen Angriff mit rein. Also hier unten die Tesla, gar kein Thema, die Farm hier. Und ihr seht, ich habe relativ viel Truppen noch über. Ich glaube, das war an dieser Stelle mal die richtige Wahl. Also kurz mal zum Mitschneiden oder vielleicht zum Screenshotten. Mit so einer Armee geht es auch. Helden, denke ich mal, sollten dann schon diesen Schnitt haben. Also das geht sicherlich auch mit 20er. Mit 15er weiß ich nicht, wie stark die Heiler dort dann letztendlich durchheilen. Und wir haben hier den Pit, auch auf einen starken RH9er. Also es ist ja ein RH9-Halber, aber er hat hier auch für Pit seine Truppe 3 X-Bogen in der Base. Der Rest ist, ja, ist noch ein bisschen 8, ist schon mal ein bisschen 9. Also so ein Quermix. Die Golems wieder beide auf einen Punkt gesetzt. Ich würde hier ruhig breit setzen. Vielleicht sieht der Peter das Video mal. Ich würde hier ruhig breit setzen, denn wenn du den Sprung präsentierst, dann laufen die eh wieder zusammen. Also von daher haben die beiden Golems jetzt gar nicht so super viel gebracht. Ich meine, sie haben irgendwann natürlich das Tanken angefangen. Aber erstmal sind natürlich King dran, die Bowler sind dran und jetzt sind eigentlich erst so die Golems hier am Tanken. Ist auch gut so hier in der Mitte, denn er hat hier zumindest einen, der richtig viel Feuer auf sich zieht. Jetzt ist da der X-Bogen weg.
Jetzt haben die sich zwar schon geteilt, aber er hat noch einen ganzen Golem und zwei kleine, also zwei Mini-Golis, die ja auch ein bisschen das Feuer auf sich ziehen. Und das war hier in dem Angriff ganz, ganz wichtig. Das seht ihr auch. Jetzt geht nämlich hier vorne eine Hexe weg und jetzt ist das Feuer auf den Golem. Ich mache euch das mal ein bisschen größer. Okay, hier ist noch auf der Hexe, aber hier kommt es jetzt auf den Golem. Und der Rest geht hier noch unter Heil. Also noch ein Magier, zwei Hexen hier. Und hier sind es auch noch drei Hexen unter Heilung. Noch Rest in die Base rein. Oh, Queen habe ich ganz übersehen. Hallo Queen, bist du auch noch da? Also auch das top hier. Und war ein schöner Angriff hier auf diesen, ja, noch nicht so ausgebauten neuen Halber. Aber lasst euch gewiss sein, ihr wisst, dass hier ist gerade ein Bogenschützenturm kaputt gegangen, der ein bisschen stärker ist als ein 9er und 3x-Bogen sind auch nicht zu verachten. Also denke ich mal, war das ein cooler Angriff hier. RH9 auf RH9, fast ein halb, so nennen wir es mal. Und tolles Ding hier. Jetzt nur noch der Tesla und boah, die vielen Skelette da. Super, super gemacht. Und jetzt kommen wir schon in die Region. Wo ist eigentlich, jetzt muss ich mal gucken hier. Ah, da sind schon die 10er. Ich wollte euch ja die 9er zeigen. Also auch so eine Base haben wir hier machen müssen. Und ich hab den AOQ versehentlich eine Nummer weggeschnappt mit dem Alex-Account. Das tut mir auch leid, aber das war alles schon aus dem Chat raus. Wir chatten hier im Moment wie die Irren. Und weil wir natürlich rege hier in den Clan-Kriegsdiskussionen sind und er hat sich hier für eine Armee entschieden mit Valkyren. Und ich hatte eigentlich auch gesagt, komm, mach die mal. Egal wie, ob mit Luft- oder mit Bodentruppen, also mit Wallis hier. Denn die Base hat nur zwei Dev-Gebäude. Das sind die beiden Itz hier in der Mitte, also die Inferno-Türme, der eine auf 1, der eine auf 2, beide auf Multi. Und das ist eigentlich sind wir ehrlich, das ist die einzige Defense hier. Der Rest ist Defense nicht mehr für 9er oder für 10er erst recht nicht. Und genauso hat er hier auch agiert. Am Ende wird es zwar relativ spannend, das war auch spannend, kann ich euch sagen. Das war nicht dominant hier, aber hier ist natürlich wirklich, hier sind echt nur Infernos drin. Und wenn ich da den Level 1 Tesla sehe, Gelächter. Ja, und da lachen natürlich auch seine Truppen rüber, vor allen Dingen seine Valkyren, die hier jetzt richtig gut durch die Mitte gehen. Und das war so ein bisschen auch hier die Entscheidung oder der entscheidende Augenblick hier, dass hier in der Mitte der It fiel, also der It Inferno Turm, der Inferno Turm fällt. So, damit ist er gefallen. Jetzt hat er hier noch einen Golem am Tanken mit ein paar Bowler, die Queen noch dabei im Backend. Die kriegt jetzt zwar natürlich ein bisschen Beschuss, weil der Golem die äußere Range nutzt hier. Wir sind zwar noch bei Clash of Clans, aber auch hier kann man das ja fast so Range nennen. Und zündet jetzt seine Queen, vor allen Dingen für das, was jetzt noch an Feuer auf ihn kommt. Und es war wirklich knapp, also jetzt nicht von der Zeit, aber von den Truppen, das seht ihr am Ende. Man könnte ja jetzt meinen, das wird die Queen locker schaffen hier gegen den kleinen Magierturm hier, gegen den Bogenschützenturm, gegen den Level 1 Tesla. Und da ist dann auch noch ein Level 1 Magierturm. Das tut ja alles so einer 30er Queen, die noch ein Viertel Heal hat, eigentlich nicht wirklich weh, aber tatsächlich schafft sie Kanone hier, die Queen in die Knie zu zwingen. Man glaubt es kaum hier, sondern das ist eine Level 8 Kanone gewesen mit den zwei Ringen. Also eine Level 8 Kanone schafft hier die Queen noch. Aber das war's auch. Das war die letzte Def hier. Und hat er super gemacht. Hier denke ich mal der OUZ. Denn das waren hier wirklich gute Sterne. Hier muss kein 10er ran. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig. Und von daher war das hier erstmal eine lockere Runde. Ja, sieht eigentlich gut aus. Das war reine RH9 Power. Den Rest werdet ihr bei mir sowieso sehen am Wochenende im Stream. Das Ding ist ja noch nicht zu hier. Und ich habe jetzt mal abgesehen von einer Farmfolge diese Folge hier gemacht. Also nochmal vielen lieben Dank für die Kommentare, auch für die Kritikkommentare. Bedanke ich mich. Das glaubt ihr nicht, aber das ist einfach so. Denn das gehört mit dazu. Und deswegen finde ich das absolut in Ordnung, dass auch sowas unter meinem Video steht. Und wenn es dann Daumen nach unten nagelt, mein Gott, dann ist halt ein Daumen nach unten. Aber ich kann damit super umgehen, diskutiere gerne mit euch und es ist nicht so, ich bin sehr, sehr tolerant, das wisst ihr auch gegenüber allem eigentlich, ob das nun ausländische Mitbürger sind oder Jüngere. Ich meine, ich bin jetzt mit dem Avatar in einem Clan, da sind 15-, 16-Jährige, ja. Das ist genauso umgekehrt, dann könnten die auch sagen, pass mal auf, du über 30, raus.
raus mit dir. Ich wollte euch eigentlich eine schöne Folge hier mit meiner niegelnagelneuen Max-Truppe zeigen. Es sind nämlich die, da seht ihr sie, da, die Bowler. Die Bowler sind fertig. Ich habe es heute einfach mal vorgezogen im Tag. Und es laufen hier aktuell jetzt die Hexen 13 Tage, 21 Stunden. Aber die mache ich jetzt ganz, ganz für mich alleine. Edgemann, bis dahin, euer Toto. Flash.